Aus dem FF, die Frauenfußball-Talkrunde. Immer montags. Diskussionen und Analysen. Kompetent und sachlich. Zu den Spieltagen der Flyer-Alarm Frauenfußball-Bundesliga, der Women's Champions League, der Frauenfußball-Nationalmannschaft. Wir freuen uns. Ausgabe aus dem FF. Heute aus Herz, Augen, Aura. Herzlich willkommen, Natascha, Adriana, Charlotte und der Andreas. Adriana und ich, wir waren heute direkt vor Ort bei dem DFB Media Meeting. Es war eine super tolle Veranstaltung und ich möchte dich bitten, Adriana, mal deine Eindrücke von dieser Veranstaltung mal den Zuschauern zu erzählen. Ja, gerne. Also ich muss erstmal sagen, dass ich fand, dass es sehr gut organisiert war. Also da die Spielerinnen über den Raum verteilt, wo man dann immer sich einfach dazusetzen konnte und Fragen stellen konnte. Und auch von den Spielerinnen, die Fragen sehr offen und auch ausführlich beantwortet haben, war auf jeden Fall sehr positiv. Und ich finde, man hat auch gemerkt, wie zufrieden die auf jeden Fall in dem Trainingslager sind, vor allem mit den Gegebenheiten, die sie da haben. Und ja, natürlich auch, wenn wir werden gleich noch über das Testspiel sprechen gegen Vietnam, die das alle erkannt haben, dass das ja nicht optimal gelaufen ist, aber trotzdem auch richtig eingeordnet haben, nämlich als Spiel da, wo ja ein bisschen zusammengewürfelter Kader gespielt hat. Aber ansonsten auch, glaube ich, dass da auf jeden Fall die Vorfreude bei allen Spielerinnen groß ist aktuell. Und ja, fand es auch noch interessant, dass sie häufig davon geredet haben, dass sie gerade an den Basics arbeiten. Also viele haben gesagt, sie arbeiten gerade an den Basics. Also da merkt man schon, dass es eben jetzt trotzdem noch so ein bisschen Findungsphase aktuell ist. Und ja, da kann man hoffen, dass dann in der zweiten Hälfte vom Trainingslager dann, ja, dass es dann nochmal mehr Richtung wirklich Turniermodus geht. Ja, kann ich nur beipflichten. Ich habe ja dann auch oft angefangen. Wie gefällt es euch? Wie habt ihr euch eingelebt? Wie ist es mit dem Training? Und dann kam die Antwort, ja, wir fühlen uns sehr wohl. Es macht viel Spaß und egal ob Wolfsburg, Bayern oder Freiburg oder wer auch immer bei uns ist, wir haben wirklich eine super Stimmung. Und dann kam dann auch beim Training, wir sind gerade dabei, unsere Basics zu erarbeiten oder zu erneuern. Und dann habe ich immer mal gefragt, eine Spielerin, sag mal, was ist bei euch eigentlich Basics? Alle reden von Basics, ne? Was steckt denn dahinter? Und dann hat sie mir dann erzählt, die Spielerin, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr von den vielen, wer es war. Das sind einfach Passspiele, Ball an und Mitnahme, also das sind für die wirklich dann Basics. Also wie in der Kreisliga. Also ist unglaublich. Aber ich meine, die haben natürlich auch also 2,5-3 Wochen Pause gehabt und es ist scheinbar so, dass wenn sie dann 2-3 Wochen den Ball nicht am Fuß hatten, ich meine, die machen vielleicht Konditionstraining, die machen Krafttraining, die mögen auch mal alleine irgendwie so ein paar Übungen mit dem Ball machen, ob sie nun durch die Hütchen laufen oder sonstige Geschichten, aber ich glaube, es ist nicht das Gleiche, als wenn du in einer Gruppe trainierst, dort Pässe spielen musst, annehmen musst, direkte Weitergabe hast oder drehen um die eigene Achse, um dann Pass zu spielen. Ich glaube, da geht innerhalb kürzester Zeit sehr viel an Automatismus weg, wenn du das nicht jeden Tag übst. Ja. Adriana kann da wahrscheinlich noch mehr von aus ihrer Erfahrung, aber ich komme dann wieder vom Handball. Wenn wir nicht regelmäßig trainiert haben, wenn ich dann mal 3 Wochen im Urlaub war, haben ein paar Grundlagen auch nicht mehr gepasst. Ja, hat er am Fuß geklebt, statt an der Hand, ne, der Ball. Ne? Ich glaube, gerade dieser Feinschliff, eben, der auf diesem Profiniveau da sein muss normalerweise, der muss dann schon nochmal antrainiert werden, würde ich sagen. Ja, plus, dass sie sich auch auf andere Mitspielerinnen dann auch einstellen müssen. Ne? Das genau. Sie spielen nicht A und B zusammen, sondern A mit C dann. Und wenn man sich dann immer nur für so eine Maßnahme sieht, dann ist das natürlich nicht so drin, wie wenn du dich täglich im Liga-Geschäft siehst. Also durchweg war eben halt die Aussage, die Stimmung ist sehr gut. Ich habe auch dann die Torhüterinnen mal gefragt, wie es denn aussieht unter denen. Haben auch gesagt, das ist eine gute Stimmung. Also sie würden sich gegenseitig unterstützen.
Natürlich klar, dass irgendeine Torhüterin aus der ganzen Sache dann mal rausfällt. Aber ansonsten innerhalb dieser Gruppe ist eine gute Stimmung. Also ich glaube, da versteht Martina Voss-Tecklenburg und das Team wirklich, eine positive Stimmung zu erzeugen. Das hatten wir ja auch letztes Jahr vor der EM beobachtet, dass es am Anfang ein bisschen gehakt hat, auch in den letzten Testspielen. Und je länger sie eben dann zusammen waren, umso mehr sind sie zur Einheit zusammengewachsen. Und das, ja, warum soll das dieses Jahr anders sein? Das kann man hoffen, dass sie es dieses Jahr auch wieder hinkriegen und dem Ganzen mal positiv entgegensehen. Ja, die Spielerinnen waren durchweg positiv, aber nicht aufgesetzt positiv. Man konnte es wirklich, das war, ja, ehrlich, das war mit Nachdruck und Überzeugung war das, diese positive Ausstrahlung. Und ich denke schon, das ist ganz wichtig. Und sie haben auch für Probleme, die sie eventuell haben, haben sie dann auch eine Ansprechpartnerin, das hat mir die Sophia Kleinherne gesagt. Das ist mit der Birgit Prinz eine Spielerin, an die sie sich wenden können, weil es jetzt ja auch in die Selektionsphase geht. Selektion ist so ein blödes Wort, aber es gibt eben halt diese Auswahlverfahren im Augenblick und da wird es natürlich für die eine oder andere schon ein bisschen zur Belastung. Ne? Der Konkurrenzkampf ist natürlich da, ne? Und die wissen natürlich alle, zumindest mal die nicht hundertprozentig gesetzt sind oder vielleicht auch die Spielerin, die nicht so viel Spielanteile in der letzten Saison in ihrem Verein hatte, und vielleicht auch nicht so performt hat, wie vielleicht in der Saison, wie es Richtung EM geht, dass sie da vielleicht ein bisschen auf der Kippe stehen. Ich meine, die haben nun auch alle ihre Einzelgespräche mit Martina Voss-Tecklenburg und die wird ihnen natürlich auch schon im Vorhinein immer so ein bisschen auch sagen, wo stehen sie denn gerade, ja, und was erwartet sie? Also sonst wissen die ja auch nicht, wie sie in diese Trainings Lager reingehen müssen. Also ich meine, die kriegen da schon auch sehr klar in einem Vier-Augen-Gespräch Feedback, wo sie dann gucken müssen, wie verarbeiten sie das und wie setzen sie das dann im Trainingsbetrieb um. Und da geht ja schon jeder einzeln anders mit um, mit diesem Druck, entweder mal größer oder mal kleiner. Ne? Bei dem einen sind vielleicht die Baustellen etwas kleiner, da kann man relativ schnell vielleicht gut dran machen. Bei dem anderen ist die Baustelle vielleicht ein bisschen größer. Wo der dann auch gucken muss, okay, kriege ich das noch hin, kriege ich das nicht hin und wie funktioniert es dann halt auch im Gesamtkonstrukt, Trainingsbetrieb, Übungen, sonstige Themen, die die halt machen müssen. Ich glaube, da werden schon sehr viele Kleinigkeiten entscheiden. Also das ist ja dann permanent unter Beobachtung im Grunde genommen. Also auch außerhalb des Platzes. Na, es ist ja auch so dieses ganze Drumherum. Ja, es sind viele Gründe. Auch die Belastbarkeit, hat mir Sophie gesagt, auch die Belastbarkeit in bestimmten Situationen, nach dem Spiel zum Beispiel, wie gehe ich damit um? Das ist Selektion. Also wenn ich da nicht mit umgehen kann, mit diesem Druck, dann kann es mir passieren, dass ich eben halt Minuspünktchen kriege, ja? Also auch da sind sie entsprechend gefordert. Ja, Ja, ich aber würde ich es auch finde nicht. jetzt, das ist jetzt so ein bisschen schlimm, wie jetzt so auch die Presse schreibt, auch nach dem Spiel von Samstag. Ja, also wie jetzt schon einzelne Spielerinnen da wieder, ja, kaputt geschrieben ist jetzt vielleicht ein bisschen ganz krass gesagt, aber ich finde es schon zum Teil ein bisschen, ja, nicht gut, was da Nicht in, grenzwertig. was der die Presse schreibt. Ja, das Ja. ist, egal welche Zeitung das ist, es hat für mich alles irgendwie ein gewisses Bildzeitungsniveau. Dazu passt auch das ganze DFB-Prämiengedöns da. Das ist das, tut mich auf gut Deutsch gesagt gerade so ein bisschen ankotzen, was da gerade in der Presse geht und abgeht. Und ich habe das Gefühl, da wird auch so viel jetzt aus dem Männerbereich da auch auf die Frauen abgewälzt. Ja. Und was kaputt geschrieben, was gar nicht so kaputt ist. Bei den Männern ist es sicherlich so, aber ich denke, bei den Mädels ist es nicht so und das finde ich einfach nicht gut. Und Nicht ja, fair. Also und das ist wie Sommerloch stopfen. Das ist nicht fair. Es ist natürlich auch einfacher,
auf etwas draufzuhauen, als aus gewissen Themen sehr neutral etwas Positives zu sehen, ja. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, wenn du dir die Mannschaft da angeschaut hast, die am Samstag um 18:15 Uhr in Offenbach auf dem Spielfeld gestanden hat, die haben so in dieser Form noch nie zusammengespielt. Das ist keine Blockbildung gewesen. Also sonst hast du eine sehr große Blockbildung. Das heißt, innerhalb der einzelnen Blocks oder dieser Achse, von der man ja auch immer sprechen muss, von Torhüter über Abwehr, Mittelfeld bis hin zum Sturm, die war nicht gegeben. Dann haben Spielerinnen da gespielt, die sowieso nicht zu den Top 15 gehören. Das heißt, auch noch Spielerinnen, die sich irgendwie auch da und dort noch beweisen müssen. Und dann noch in einer Kombination, wie sie noch nie zusammengespielt haben, schlimmstenfalls noch nicht mal zusammen in einer Trainingsmaßnahme oder Nationalmannschaftsmaßnahme zusammen gewesen sind. Das heißt, die haben eigentlich überhaupt gar keine Automatismen und Verbindungen, wie läuft wer, welchen Schritt habe ich, diese Augenabstimmung, ne, und dieses blinde Verstehen. Das ist ja überhaupt nicht vorhanden, wenn du überhaupt keine Berührungspunkte hast. Und das ist, finde ich, da fehlt sehr das Augenmaß bei dieser ganzen Bewertung von diesem Spiel. Und das ist das, was ich, das ist richtig, wie du so schön sagst, Bild-Zeitungs-Niveau. Da frage ich mich dann schon, was sind das für Sportjournalisten? Ne? Also mit welchem Augenmaß gehen die auf sowas dran? Also was haben die halt auch für eine Ausbildung, um das bewerten zu können? Es ist einfach nur, um Quote zu gewinnen. Andreas möchte da, glaube Herr ich, mal eingrätschen. Nee, gar nicht. Das sind in der Regel wahrscheinlich Journalisten, die Männerspiele normalerweise beobachten und darüber schreiben und die eben jetzt auch bei den Frauen mal zugucken und dann vieles an Eindrücken, wo man im Moment Negativeindrücke von den Männerländerspielen hat, das auf dieses Frauenländerspiel jetzt projiziert haben. Und dann ist eben eine Schlagzeile schnell gefunden, so jetzt läuft es bei denen auch nicht. Und überall schlecht bei den Männern und bei den Frauen, ohne dass die überhaupt die Hintergründe kennen oder so richtig beleuchten. Also das ist so mein Eindruck, dass es eher nicht die auf den Frauenfußball spezialisierten Journalisten waren, die da Kritik geübt haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es mir auch zu pauschaliert, zu negativ. Und zu wenig auf die Hintergründe eingegangen. Also wir, das war nicht, für uns war es doch selbstverständlich. Wir wussten, welche Spielerinnen stehen zur Verfügung, welche werden gar nicht eingesetzt, welche werden bloß ein paar Minuten bekommen. Dass man da keinen Zauberfußball erwarten kann, ist klar. Natürlich muss Kritik sein und ich denke, wir werden es jetzt auch noch kritisch beurteilen, dieses Spiel, weil es an vielen Ecken eben nicht gepasst hat und weil ich auch sage, selbst eine B-Mannschaft muss gegen Vietnam eben mehr wie 2-1 gewinnen. Also da müssen mehr Chancen rausgespielt werden, alles. Aber so dieses pauschale Urteil hat mich ein bisschen gestört. So, jetzt läuft es bei den Frauen auch schon schlecht. Oder jetzt geht es da auch schon los. Nein, es ist ganz andere Voraussetzungen. Natürlich kann man Kritik üben, die muss auch sein, aber nicht das einfach 1:1 übertragen vom Männerfußball. Ich Das glaube, hat mich gestört. im Augenblick wollen die wirklich wieder diesen Vergleich herstellen, Frauen und Männer. Ja, wobei das ja schon auch Journalisten waren, jetzt in der FAZ, der Heinrich oder auch der Hellmann, das sind ja schon auch Journalisten, die immer über den Frauenfußball auch schreiben. Also es sind jetzt nicht irgendwie das Maxchen Müller, was da jetzt aus der Kiste hüpft und jetzt mal über Frauenfußball schreibt. Also es sind schon auch welche, die sich eigentlich auskennen sollten, müssten. Ich glaube auch, wenn man das Spiel an sich betrachtet und nicht welche Spieler gespielt haben, dann kann man auf jeden Fall Kritik üben und man kann auch so Kritik üben, aber man muss es eben in diesem Gesamtbild sehen. Und ich glaube, die Bundestrainerin hat auch gesagt, dass sie in dieser Woche erst 4 Einheiten zusammen haben, was natürlich dann auch, ja, was man auch bedenken muss. Ich glaube, in einem Bericht stand ja sogar, wurde Krise gesprochen und also das geht gar nicht. Also im Männerfußball, da kann man von Krise reden, aber bei den Frauen, da muss doch viel passieren, dass es so weit kommt. Und da bin ich mir ganz sicher, dass es nicht in die Richtung geht. Ja, ich sage, Nein, und auch. die wollen die Männer gegen oder die Frauen gegen die Männer ausspielen oder also irgendwie ganz, ganz komisch, was dann auch Alex Popp also rechterweise dann kritisiert hat und eine pampige Antwort gegeben hat. Ich finde das einen ganz schlechten Stil vom Journalismus her. Ja, wie gesagt, die waren teilweise 2,5 Wochen und 3,5 Wochen im Urlaub, haben
individuell einfach Kondition und Kraft gemacht, damit sie halt ganz nicht untrainiert kommen nach, ich mal, 1,5, 2 Wochen, wo sie mal gar nichts gemacht haben, was ja auch notwendig ist. Also sie müssen ja auch mal Ja. nichts tun. Das ist ja mal ganz wichtig, dass da einfach auch mal hier der Kopf frei wird und sie einfach auch mal Kraft tanken können. So, und wenn ich dann wieder anfange mit normalem Lauftraining und Krafttraining und vielleicht ein paar ja, leichten Ballübungen, so, und gehe dann in eine Trainingsmaßnahme, komme da am Dienstagnachmittag irgendwann an, so, habe dann eine erste Einheit, habe eine Taktikbesprechung, habe eine zweite Einheit, habe eine Kraftbesprechung. Ich sag mal, die sind ja dann auch immer noch in der, ja, wie nennt sich das so schön, Belastungssteuerung. Gucken, wer hat welches Wehwehchen noch aus der Saison, wie ist da so gerade die muskuläre Situation, so, und dann bist du ja schon wieder am Freitag hast noch ein Training und dann die Anreise Richtung Offenbach, was ja auch schon wieder ein Reisetag ist, und dann hast du noch mal eine Dreiviertelstunde Abschlusstraining, einfach um ein Gefühl für, das ist nichts, wenn du die Saison Ende Mai zu Ende hattest, ja, da erwarte ich eigentlich auch von einem Männerjournalisten bisschen mehr Fachwissen, dass er das einordnen kann, ohne dass er sich, wer weiß, wie mit den einzelnen Spielerinnen oder mit den einzelnen Top 15 Nationalspielerinnen beschäftigt und weiß, wer steht da eigentlich sonst immer auf dem Platz. Wir haben jetzt mal abgesehen davon, wie die Journalisten, die Profis das sehen. Wie habt ihr denn das Spiel gesehen gegen Wien? Also ich muss sagen, ich habe es eher im Real Life gesehen, hatte natürlich dann auch schon so ein bisschen diese Presseinformationen, weil ich am Samstag nicht da war. Und ich habe die ersten 20 Minuten gesehen. Das war ja das, was auch recht positiv dann losging. Und dachte eigentlich auch nach diesem 1-0, klingt ja ganz gut. Das geht ja früh los. Und das sah ja auch sehr gut aus, so mit von den Außenbahnen und so weiter und wie der Pass da reingekommen ist. Ich habe das Trainingsspiel von Vietnam gegen die U20 von der Eintracht gesehen, und da war ja die U20 von der Eintracht in Rüsselsheim auch schon etwas dezimiert. Und da haben wir auch schon gesagt, das wird gar nicht so einfach, das Spiel, weil die schon sehr zweikampfstark sind und einfach auch schnell sind. Die können rennen, also die geben keinen Ball verloren. Das ist aber diese asiatische Kultur, ne? Das kommt ja noch mit. Es ist ja eine ganz andere Kultur, wenn du so Vietnam, Korea, China nimmst. Die kommen ja aus einer ganz anderen, ja, ich will mal fast sagen, Drill von klein auf. Die werden ja ganz anders erzogen, wie sie zu lernen haben, wie sie zu rennen haben. Also die sind ja gewohnt, immer über ihre Komfortzone zu gehen, auch wenn sie theoretisch nicht mehr können. Und das hast du natürlich auch in diesem Spiel gesehen. Ne? Das ist ja für sie auch eine Präsentation vor der Weltöffentlichkeit gewesen gegen einen Gegner, Vize-Europameister Deutschland. Ja, Andreas, wie ordnest du das Spiel so ein, von deiner Seite aus? Ja, also finde, man muss auch sagen, die Vietnamesen waren taktisch sehr, sehr gut eingestellt. Also da hat, denke ich mal, vom Trainerteam keiner gesagt, wir sind ebenbürtig oder wir können da auf Augenhöhe mit Deutschland mitspielen, sondern die haben ganz genau gewusst, wir sind unterlegen, wir müssen aber auf unsere Stärken setzen. Und das ist eben diese Schnelligkeit, die Stürmerinnen haben. Dann wurden, wenn tatsächlich der Ball mal erobert wurde, wurde der Ball schnell lang nach vorne gespielt und die Flügelstürmerinnen ab und dann versuchen, den Ball eben irgendwie in den Strafraum zu schlagen. Und wenn von den Deutschen der Ball abgewehrt wurde oder man nicht in den Strafraum reinkam, dann war immer wieder aus 20 Meter abziehen, versuchen. Und das war, fand ich einfach für eine Mannschaft, die von vornherein weiß, wir sind eigentlich unterlegen, war das taktisch sehr, sehr gut gespielt. Und wir haben einfach zu wenig Lösungen vorne gefunden. Und nochmal, es hat eben, ja, es kam zu wenig zustande nach diesen guten ersten 10 Minuten. Und ganz klar, wie gesagt, Kritik muss ja sein. Also es hakt vorne und hinten. Die Abwehr stand nicht sattelfest, die ist überlaufen worden. Die haben die zweiten Bälle schlecht wegverteidigt. Im Mittelfeldangriff ist zu wenig kreiert worden. Es gab kaum richtige Torchancen, dass man sagt, 500-prozentige, da lag es nur an der Chancenwerte. Nein, das war es ja nicht. Und ja, und in der zweiten Halbzeit, auch die Wechsel haben dann nicht die Stabilität hinten gebracht, sondern da hat man gesehen, die Abwehr ist
eher noch mehr überlaufen worden. Ich meine, wir wissen, dass Marina Hegering nicht die Sprinterin ist im Team, ganz klar. Ja, ja, da gab es eine Situation, wo du das ganz deutlich gesehen hast, wo das, die das auf dem Rasen lag. Dann, ja. Also, da muss man eben sehen, sie muss mit der schnellen zweiten Innenverteidigerin zusammenspielen. Sie organisiert sehr gut, sie hat ein gutes Stellungsspiel, aber die schnellste ist eben nicht, das wissen wir ja. Und trotzdem ist sie eine super Innenverteidigerin. Aber diese Schwachstellen, diese Defizite, die hat man gesehen. Und ich denke, es ist auch gut, dass man es gesehen hat. Und auch die Reaktion von der Bundestrainerin, die auch deutlich gesagt hat, das ist nicht so, wie wir spielen wollen oder wie wir auftreten wollen. Das war eine klare Aussage. Und ja, und dass sie an den, jetzt ist der Begriff schon so oft gefallen, an den Basics, an den Grundlagen eben arbeiten müssen, eben, dass sie sehr viel Arbeit vor sich haben. Ist doch gut, dass man es gesehen hat. Hätten die gegen Vietnam 8-1 gewonnen, dann, ne, das hätte vieles verklärt und gesagt, ah ja, läuft, ja, läuft, die Mannschaft, da läuft. Andreas, ich habe das Gefühl, du warst heute bei den Interviews dabei. Du hast gerade Worte von Stina Johannes und von Sophie Kleineherne wiedergegeben. Stina Johannes, die gesagt hat, ja, die Japaner oder die Asiaten, klein und gruselig, kämpferisch, unwahrscheinlich stark, die geben nicht nach. Und wenn sie meinetwegen nicht durchkommen, dann schießen sie auch schon mal aus 20 Meter oder 25 Meter. Da ging es bei mir um das Torwartspiel, wie sie denn so das Torwartspiel sieht. Da hat sie darauf hingewiesen, ja, bei den Asiatinnen, da darfst du nicht zu weit draußen stehen, weil die ziehen dir auch mal aus 20, 25 Meter das Ding ab und damit dann überlupfen sie dich. Weil auch, das sage ich jetzt extra auch nochmal, weil Kritik kam, das zweite Tor da, oder das Gegentor von Vietnam wäre haltbar gewesen oder vermeidbar gewesen von Wörle Froms, fasse ich mich an die Birne. Kann ich nur wo sagen. Soll sie denn stehen? Wo soll sie denn stehen? Also ich meine, ja, ja, also die sollte rauslaufen. Also sowas. Ja. Die haben das vorher analysiert. Die wissen um die technischen Fähigkeiten der Asiatinnen. Die wissen, dass die aus Verzweiflung dann auch mal den 20 oder 25 Meter Schuss machen. Wenn die da rausläuft, erstmal kam eine Verteidigung von der Seite, dann wird sie überspielt, in irgendeiner Form von der Asiatischen überspielt, entweder ausgetribbelt oder die wirklich die Bogenlampe oben drüber. Und auch der Schuss selber, der nachher da platziert wurde, das Ding war unhaltbar. Wie soll die das Ding halten? Das war ein strammer, geradliniger Schuss, ne? Ja. Also, das war das erste Tor und also ich muss sagen, ich habe es denen richtig gegönnt. Ja, man muss auch sagen, wenn man guckt, wie viele Vietnamesen im Stadion waren. Ja? Also ich habe gesagt, ein Drittel der Zuschauer waren Vietnamesen. Also das war ja auch nochmal für die nochmal mehr Ansporn, auch für ihren Landsleuten da zu spielen. Ja, die hinter mir saßen da, keine Ahnung, welche Honorationen das da waren, die hinter mir saßen, was die sich gefreut haben oder auch immer, wenn eine Chance war. Ja, die haben da gejubelt und so hat ja auch die breite Masse, die da, also im Hintergrund von mir sieht man ja die ganzen Vietnamesen, die da saßen. Ja, das war ja ein ganzer Klumpen da, sage ich jetzt mal, auf der Gegenseite. Es gibt halt Völker, die spielen um die Ehre, die spielen genau. Nicht für sich als Alleinunterhalter, sondern die spielen für die Nation, für die Ehre der Nation. Und da gehören Chinesen, Japaner, Vietnamesen, Koreaner gehören dazu. Und das hast du auch schon im Trainingsspiel in Rüsselsheim gesehen, wie viele Vietnamesen bei diesem kleinen, im kleinen Stadion in Rüsselsheim, das war nur so ein 0815 Trainingsspiel, wie stolz die ganzen Eltern, also da sind die ganzen Eltern dabei, da sind dann auch die Großeltern oder Geschwister dabei, also ich weiß nicht, wie viel Urlaub die sich nehmen, dass die Mannschaft die ganze Zeit begleiten. Und die sind total stolz, ja. dass ihre Kinder und sie dieses Land vertreten. Und die werden sich zerreißen, auch in Australien, sage ich ganz klar. Ja, ja. Aber so war es doch toll. Das Spiel hat unserer Mannschaft Defizite aufgezeigt. Man hat klar gesehen,
wo hakt es, woran muss man arbeiten. Es war eine gute Stimmung im Stadion und die Vietnamesinnen haben sich ihr Tor wirklich verdient. Also wie gesagt, ich habe ihnen das gegönnt, dass sie eben nicht 2-0, sondern 2-1 verloren haben, dass sie dieses Tor noch gemacht haben, weil die haben 3-4 wirklich tolle Chancen gehabt. Und über Merle Froms brauchen wir ja nicht sprechen. Die hat meiner Ansicht nach eine Weltklasseleistung geboten und ihr die Tor anzukreiden. Also da konnte ich auch bloß lachen, als ich das gelesen habe. Mein Gott, also wenn Merle nicht so gut gehalten hätte, dann verlieren wir es 2-3. Ja, natürlich. Ja. Also das Ding, das mit dem Fuß rausgeholt hat, da unten in der Ecke, da sah es etwas unglücklich aus, sicherlich. Aber holen es da unten mal raus mit dem Fuß und auch andere Schüsse, diesen einen Fernschuss, den er noch rausgeholt hat. Und deswegen sage ich nochmal, die durfte nicht rauslaufen, die hat sich genau richtig verhalten. Es kam, wie gesagt, eine Verteidigerin von der Seite dabei gelaufen und die Spielerin, die Stürmerin ging nach außen. Also völlig an uns herauszukommen hier. Ja, auch nochmal zu den Vietnamesinnen zu kommen. Ich weiß nicht, inwieweit man das im Fernsehen gesehen hat, wenn die ausgewechselt worden sind, wie die sich da gegenüber ihrer Bank sich bedankt haben. Ja, ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen gesehen hat. Na, da war eine Spielerin, die auch erstmal ihren Diener Richtung Deutsche Bank gemacht hat und dann erstmal an ihre Bank da den Diener gemacht hat. Ja, und na, also da sieht man schon, was da für ein Respekt auch gegenüber dem Gegner da ist oder so. Ja, das wird, glaube ich, keiner europäischen Spielerin einfallen, ein Danke gegenüber der Gegnerbank zu machen, wenn sie ausgewechselt wird. Also Jana, ich habe mal eine Frage an dich. Wenn wir jetzt über Fehler bei der deutschen Mannschaft sprechen oder die Basics, meinst du nicht auch, dass Deutschland zu weit vorne oben stand? Den Gegner zu weit hinten reingedrückt hat, wenn die Verteidigungslinie in der gegnerischen Hälfte komplett war? Und nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass beide Mannschaften das ziemlich genauso erwartet haben, nämlich dass Vietnam sich ziemlich hinten reinstellt und Deutschland dann eben vorne zum Teil auch früh presst. Ich glaube, das war auch richtig so, weil so will Deutschland ja normalerweise auch spielen. Also da ist ja in der Hinsicht schon dann auch die taktische Folge wahrscheinlich auch in den meisten Spielen bei der WM. Und ich glaube, wo es dann mehr gehapert hat bei Deutschland, war dann eben klar, dass sie dann die Chancen nicht richtig kreieren konnten. Und das, ich fand, sie haben extrem viele vertikale lange Pässe nach vorne gespielt. Sehr wenig über die Außen. Und wenn es dann mal über die Außen gegangen ist, dann kam es dann doch auch mal Richtung Tor. Also dann auch gerade Nicola Njobi, die dann, finde ich, richtig gute Laufwege und dann auch sich gut durchgesetzt hat. Paulina Krumbiegel dann auch. Und auf der anderen Seite hinten, da muss, ich meine, dadurch, wenn man so hoch steht, dann muss man natürlich davon ausgehen, dass diese schnellen Konter kommen. Aber ich glaube, dann hat man dann vielleicht doch ein bisschen die Vietnamesinnen unterschätzt und dann auch, also ich war auch sehr positiv überrascht, wie effektiv die dann tatsächlich auch vorne waren. Aber oft ging es dann doch auch zu einfach, dass dann da der lange Ball hinter die deutsche Abwehr gespielt wurde und unsere Verteidigerinnen sind nicht hinterhergekommen und die sind einfach abgehauen, die Vietnamesinnen. Und genauso ist das Tor gefallen, was natürlich auch, ja, gehe ich auch klar mit, dass es verdient gewesen ist. Aber über das ganze Spiel betrachtet, glaube ich auch, ich glaube, Andreas hat vorhin schon gesagt, dass es vielleicht ganz gut ist, dass sie ja auch wieder so einen Dämpfer bekommen haben und nicht extrem hoch gewonnen haben. Ja, haben es letztes Jahr vor der EM gesehen und jetzt auch wieder. Ich meine, jetzt Sambia steht auch noch an, aber trotzdem, dass man dann ja wirklich die Sache ernst nimmt und weiter immer wieder an den Sachen arbeitet, die eben aufgefallen sind und dann ja hoffen, dass es bei der WM dann richtig klappt. Also eine Spielerin hat mir gesagt, es war, dass wir gewonnen haben, das war gut. Mhm. Dass wir knapp gewonnen haben, das war noch besser. Weil wir gesehen haben, wo noch zu verbessern ist. Wenn wir jetzt gegen Vietnam 6-0, 8-0 gewonnen hätten, wie viele es erwartet hätten, dann wären vielleicht alle in Selbstzufriedenheit irgendwo dahingegangen und dann hätten wir dann nichts zu lernen, eventuell. Ja. Und so
wird das analysiert, wir haben unsere Fehler gemacht, wir können die Fehler bearbeiten und versuchen, die im nächsten Spiel eben halt nicht zu wiederholen. Also im Prinzip alles, was ihr so gesagt habt, haben tatsächlich die Spielerinnen auch gesagt. Also wenn man vernünftig über die Sache spricht, wie wir jetzt auch hier sprechen, kommen wir eigentlich zu den gleichen Lösungen wie die Spielerinnen auch. Ja. Also das war auch am Samstag schon, also ich habe ja noch mit der einen oder anderen nach dem Spiel hat man ja noch oder habe ich doch gesprochen, also gerade von den Frankfurter Spielerinnen. Also eine Sarah Dorsun hat das sehr, sehr kritisch ihr Spiel gesehen, ja, also ihre 45 Minuten. Also da schon, also unmittelbar nach dem Spiel, ja. Das ist sowieso, das war eins meiner schlechtesten Spiele, ja. Da habe ich zu ihr gesagt, naja, sage ich, wenn man es in Summe sieht, warst du nicht alleine schlecht, ja. Es hat insgesamt nicht gepasst, ja. Das ist ja sowieso im Frauenfußball ein Prädikat. Die benennen ihre Fehler und die sagen auch, das, daran hapert es und das muss ich verbessern. Sprech mal mit einem Männerfußballer über die Sache. Ja, der sagt, wer der andere war schuld, ne? Ja, genau. Rechts neben mir oder links neben mir, da vorne dran. Ja, aber ich habe alles richtig gemacht, ja. Nein, unglaublich selbstkritisch und auch lernwillig, muss man wirklich sagen. Also auch heute, wie gesagt, in den Interviews konnte ich immer wieder sehen, dass die auf dem Boden geblieben sind, dass keiner abgehoben ist, dass die wissen, ja, dass sie eben halt vieles in die Wege geleitet haben mit den Zuschauern, mit dem Zuschauerboom und sowas. Aber trotzdem, ne, wir sind dankbar, dass wir vor 23.000 Zuschauern spielen dürfen. Das bringt uns noch mal ein paar Prozente. Wir sind stolz drauf, auf die ganze Geschichte, aber jetzt nicht irgendwie so dieses das Selbstverständliche, wie manche so im Männerbereich sind. Was bei den Frauen halt sein muss, ist, wenn sie, ne, die Selbstkritik, und dann musst du aber wieder aufpassen, dass es nicht zu sehr ins Negative geht. Also das ist ja, und da ist wiederum, glaube ich, Martina Voss-Tecklenburg wird sehr gut, die spricht die Dinge klar und deutlich an. Also, dass das auch einfach einmal sitzt. Aber ich glaube, sie kann sehr gut dann im, ich sag mal, in den Analysen oder auch persönlichen Spielbeobachtungen auch das Positive rausarbeiten, um denen auch nochmal wieder eine Sicherheit zu geben. Ne? Weil du kommst natürlich sehr schnell auch in so eine negative Spirale mit Selbstkritik und was ist alles gut. Aber du musst für dich selber natürlich auch erkennen, was ist gut und was hat gut funktioniert und wo kann ich drauf aufbauen. Ja, hast du was Wichtiges gesagt. Ja. Bei der Bundestrainerin hört man auch raus, dass sie sehr gut und sehr scharf analysiert. Und wenn ich Interviews von ihr höre oder jetzt auch lese, dann nehme ich ihr wirklich ab, dass sie erkannt hat, was schlecht gelaufen ist und wo sie dran arbeiten muss. Und wenn sie sagt, das wird beim Sambia-Spiel besser oder das wird zum Auftakt der WM dann Anfang oder Mitte Juli, werden wir eine ganz andere Leistung bringen, dann nehme ich ihr das ab, weil das einfach... Das kommt so glaubwürdig rüber, dass ich sage, ja, das sind nicht nur so Plattitüden daher gesagt. Während, wenn Hansi Flick sagt, im September werden wir eine andere Mannschaft sehen oder eine andere Leistung, wir sind da genau auf dem Weg und ich habe da ein klares Konzept, nehme ich ihm irgendwie nicht ab. Ja, aber ja. Das ist eben der Unterschied. Die Spielerinnen kommen glaubwürdig rüber und sind sehr fokussiert und auch die Trainerin, denke ich, hat einen klaren Plan und kann das ganz genau einordnen, dass auch vieles vielleicht noch nicht so weit war, wie sie sich das gewünscht hat. Also ich bin gespannt aufs nächste Spiel, ob wir da einen Fortschritt sehen, aber ich bin überzeugt davon, dass wir Fortschritte sehen, aber noch lange nicht das Niveau haben werden, wie wir es am 23. Juli oder wann unser erstes Spiel ist, weiß nicht auswendig. 24. Was Natascha auch wieder gut gesagt hat vorhin, ich weiß nicht, ob die mit kleine Herren, der irgendwie telefoniert hat zwischendurch. Wir waren ein zusammengewürfelter Haufen. Originalton. Das hat sie positiv gemeint, ne? Dieses zusammengewürfelt. Klar, zum ersten Mal zusammengespielt in dieser ganzen Formation, Spielerin A, B, C, was Charlotte auch gesagt hat, ganz andere Nebenleute. Das muss man auch erkennen, dass eben halt das zu Problemen und Schwierigkeiten führt, dass die Abstimmung nicht passt und so weiter. Und jetzt muss man aber noch eins
anmerken, wenn wir jetzt über das Spiel gegen Sambia sprechen und die Hoffnung, es wird dann schon besser. Mit Sambia haben wir wieder einen anderen Gegner, der uns anders fordern wird, als das jetzt mit Vietnam ist. Das heißt, die taktische Einstellung ist ja wieder anders als gegen Vietnam. Dort werden ja gegen Sambia ganz andere Skills benötigt, um diesen Gegner zu bespielen, als das, was wir gegen Vietnam gebraucht haben. Und das finde ich zum Beispiel das Hervorragende von der Martina Voss Tecklenburg, dass sie wirklich geguckt hat, dass sie diese Gegner kriegt, die ungefähr passend sind zu unseren Vorrundengegnern, damit diese Spielstile mal auf dem Platz bespielt werden müssen und die Spielerinnen da merken, okay, das ist aber so, so viel anders, als wenn ich gegen Schweden spiele, gegen Frankreich spiele, gegen Dänemark spiele, weil das sind europäische Spielstile. Und wenn ich jetzt Vietnam habe, würde Korea oder China nehmen, wäre das alles sehr ähnlich. Ja, und genauso ist es jetzt mit diesem Thema Sambia. Auch diese Länder aus dieser Region sind ähnlich. Die sind halt eher körperlich. Ja, genau. Richtig, Das habe ich, was. wie gesagt, habe ich mit denen auch gesprochen. Und da kann man auch gleich wieder, die sind körperlich. Also, Natascha, du hast da irgendwie mit jemandem telefoniert. Nein, definitiv Nein, nicht. das, Ich habe aber es war aktuell wirklich. andere Themen zu tun, als dass ich irgendeine Standleitung mache. Das ist aber. Das ist wirklich so. Genau das wurde auch heute bei den Interviews klar und deutlich ausgesagt, von wem auch immer, dass eben halt dann das Körperliche kommt. Ne? Nachdem dieses Drahtige, Wendige, Schnelle. Unkonventionelle, jetzt kommt das Körperliche dazu. Ne? Da muss ich Und nur. da brauchst du auch wieder andere Spielerinnen. Ja, da ist dann eine Lena Oberdorf wichtig. Da ist dann zum Beispiel auch wieder eine Manina Hegering in ihrer Art und Weise vom Körperlichen auch wieder wichtiger und hat, würde, glaube ich, ein besseres Spiel auch liefern, weil es da nicht so ganz auf die Schnelligkeit drauf anguckt. Also da wird es auch im Mittelfeld spannend werden, wie das Mittelfeld körperlich dann agiert, um gewisse Themen zu unterbinden. Das wird, glaube ich, wird, da freue ich mich schon auf das Spiel in Fürth, gebe ich ehrlich zu. Da bin ich mal gespannt. Und ja, und es wird mehr Blockbildung natürlich auch in Fürth geben, weil da wird es dann schon eher in die Richtung Mannschaft laufen, sage ich jetzt mal, die vermutlich auch eher mal in Australien auf die ersten Elf Ja, wird auch ja, Zeit. sein wird. Ja, muss auch. Ne? Die spielen es dann Ja. noch gegen irgendwie eine junge Mannschaft. Im Juli spielen sie nochmal gegen eine junge Mannschaft. Aber gut, da musst du jetzt aber schon die erste Elf musst du schon entsprechend bringen. Aber das, was ich ja auch schon gesagt habe, wir dürfen eins nicht vergessen, die fliegen früh nach Australien rüber. Die haben da drüben noch 10 Tage, 9 Tage Trainingsbetrieb, den sie haben. Da wird vieles, was letztes Jahr hier in diesem dritten Trainingslager in Herzogenaurach erarbeitet worden ist, bevor sie dann nach England geflogen sind und da waren sie 3 Tage vor dem ersten Spiel da, wird in Australien noch erarbeitet. Und ich gehe davon aus, die werden auch noch mal ein eigenes 11 gegen 11 machen, um gewisse Themen zu haben, weil wenn sie selber 11 gegen 11 spielen, haben sie ja noch mal ein anderes Spielniveau, als wenn sie sich einen externe Mannschaft holen. Jetzt weiß ich nicht, ob sie vor Australien dann gegen die Jungs spielen. Das bin ich Nee, jetzt. in Australien. In In Australien, in Australien spielen Australien. sie nochmal gegen eine Juniorenmannschaft. Ja. Was nicht heißen soll, dass die jetzt in Herzogenaurach auch nochmal irgendwas machen, was wir nicht wissen. Aber das ist definitiv in Australien Ja, nochmal. okay, das war nicht ganz klar rausgekommen. Auf jeden Fall Ja, muss halt gut. der Kader festgelegt werden. Also sprich die 23, die dann nach Australien fliegen. Das ist ja die Auswahl, die vorher noch erfolgen muss. Ja. Ja, deswegen wird gegen Sambia schon auch noch mal ein bisschen probiert oder ja, werden auch die, die vielleicht auf der Kippe stehen, noch mal besonders beäugt werden. Also ich fand, gegen Vietnam hat eine Nicole Agnomi Pluspunkte gesammelt und auch eine Melissa Gößler, wo ich absolut nicht damit gerechnet hätte. Die fand ich zumindest in der ersten Halbzeit belebend oder ja, dass sie einfach auf sich aufmerksam gemacht hat. Und ja, wir wollen ja auch immer bei aller Kritik auch das Positive rausstellen. Deswegen Ja. wollte ich auch mal die zwei Namen, die mir positiv aufgefallen sind, in den Raum
Ja, muss ich auch sagen, Anjomi ist positiv aufgefallen, Merle Froome natürlich, klar, positiv aufgefallen, keine Frage. Obwohl wieder andere sagen, Anjomi war nicht gut, die hat nur 10 Minuten Fußball gespielt, ist auch völliger Quatsch, ich weiß nicht, was die immer alle für Fußball gucken. Sie hat unwahrscheinlich viele Raumwechsel gemacht, Positionswechsel, ist viel gelaufen, hat sinnvolle Pässe gespielt, also Dribblings auch sinnvoll gemacht. Manche gucken also da irgendwie in eine Mattscheibe und haben da immer nur einen Blick für vielleicht bestimmte Typen. Ne? Also, keine Ahnung. Ich hoffe, wir sind nicht zu Frankfurt-lastig, aber ich muss das ganz deutlich mal sagen, das ist wirklich mit Nicole Anjomi, ihr habt da eine gute Spielerin, die sich noch entsprechend weiterentwickeln wird. Die hat sich ja, wenn die verletzungsfrei bleibt, ich meine, die ist gekommen damals mit einer Verletzung noch aus Essen und dann hat sich die Hand gebrochen und ne, also die war ja die ganze Zeit, also vielleicht letzter Vierteljahr jetzt mal, wo sie mal komplett oder 4 Monate, wo sie jetzt mal komplett gesund war, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich glaube, die braucht das auch für ihren Kopf. Position. Jetzt spielt sie in der richtigen Position. Das hat sie die letzten Spiele schon gespielt, auch bei der Nation. Das Experiment war ja schon letztes Jahr abgeschlossen, sozusagen. Ja, aber trotzdem hat natürlich mit ihr, hat man mit diesem Positionsprobieren, Testen, hat man natürlich auch ein bisschen Spiele verloren, sie in der richtigen Position zu sehen. Ne? Also. Ah, das ja, wird das auch bleibt was irgendwie bei den Zuschauern hängen, ja. Also da kommt ja dann gleich bei irgendwelchen Kommentaren, naja, hoffentlich bleibt das so und wird nicht wieder experimentiert, dass er wieder nach hinten muss. Und also dann denke ich auch immer, lest ihr eigentlich mal außer Überschriften irgendeinen kompletten Text irgendwie. Also das ist so, ich meine, das ist ja vor längerem schon ganz klar gesagt worden, dass das Experiment beendet ist. Ja. Ja, und dann kommen dann solche Kommentare. Also das ist genauso, wenn man jetzt da die ganzen Kommentare liest, ich würde am liebsten den Beitrag löschen, den aus der FAZ zu den Prämien da. Also wenn ich da jetzt sehe, was da alles für ein Bullshit geschrieben wird jetzt da. Ich ja, da, den ganzen wird wieder, da wird wieder reingepiekst, da werden wieder Überschriften gemacht und pieksen, da werden wieder Stimmen produziert und Likes und weißt du doch was, ne? Ja, aber es ist ja auch einfacher, gegen den DFB negative Stimmung zu machen, als sich mal mit den Themen im Detail zu beschäftigen, was sich alles verändert hat, was diese ganzen Prämienzahlungen angeht. A, von der Höhe, aber auch die Art und Weise, wie das Ganze jetzt verteilt wird. Da muss man sich halt auch mal mit den Details beschäftigen, damit man sie richtig einordnen kann. Aber das macht ja keiner. Es geht ja keiner her und sich mal auch die FIFA-Seite durchzulesen, wo diese Dinge ja auch sehr klar und deutlich niedergeschrieben sind, ja, und was dann entsprechend zu anderen Entscheidungen auch führt. Und die Spielerin der deutschen Nationalmannschaft, der Spielerrat, so was ich gelesen habe, hat die Prämien und so weiter verhandelt. Ja, aber die Prämien, die, das war ja bevor die FIFA gesagt hat, ja, wir machen das jetzt so, ja. Und ich denke, das ist auch eine gute Entscheidung von der FIFA zu sagen, jetzt kriegt jede Spielerin schon mal, weil sie da spielt, 30.000 Dollar und so weiter. Das ist ja auch, das war ja die ganzen Jahre vorher, dann haben die da aus, keine Ahnung wo in Afrika, die haben kein Geld gesehen, die Spielerinnen. Ja, die konnten sich ihre eigenen Schuhe noch kaufen, so ungefähr. Und die Kohle hat sich der Verband eingesteckt, sprich irgendwelche Menschen, die da arbeiten in den Verbänden, die haben sich die Kohle eingesteckt und die Spielerinnen haben nichts gekriegt. Insofern finde ich das jetzt eine gute Entscheidung von der FIFA, auch wenn ich kein Freund von Herrn Infantino jetzt in dem Sinne bin, aber das finde ich eine gute Entscheidung zu sagen, das wird direkt an die Spielerinnen ausgezahlt. Ja. Ja, und je nachdem, wie hoch sie kommen, gibt es halt mehr oder weniger. Und das ist ja dann auch, wo die Leute auch nicht gucken, wie läuft das bei den Männern. Bei den Männern wird eine Summe X an den Verband bezahlt, ja, je nachdem, wie weit sie kommen, wird eine Summe X. Und dann wird es verteilt und dann tun die das Verhandeln der Spielerrat mit DFB. Wenn wir so weit kommen, gibt es so viel und tralala, ja. Also da wird auch immer Äpfel und Birnen verglichen irgendwie, ja. Und dann wird wieder auf dem Kaffeeservice von 89 rum
geritten. Gedeutelt, ja. Ja, also, und dann immer die Gleichberechtigungsschiene kommt da immer raus. Adriana, siehst du das auch so, dass da immer die Gleichberechtigung außen vor gelassen wird bei allen bei allen Entscheidungen? Ja, ich glaube, ich meine, wir haben ja vorhin schon angesprochen mit dieser Krisensituation, die jetzt auf die deutsche Frauenmannschaft angewendet wird, die bei den Männern herrscht. Also ich glaube, da das ist jetzt mittlerweile schwierig, immer das zu trennen, weil das irgendwie so, ich sag mal, von vielen Journalisten so aufgenommen wurde, als die Story sozusagen, immer dieser Vergleich. Und klar, man will ja irgendwie auch irgendwann an den Punkt kommen, da wo diese Gleichstellung herrscht, aber man muss auch realistisch sein, dass es da noch nicht ist, dass wir noch nicht an dem Punkt angekommen sind und das trotzdem immer so aus dem richtigen Blickwinkel auch betrachten und das Ganze drumherum natürlich auch mit einbeziehen. Ja, ich meine aber auch uns Fans. Wenn die Fanschaft irgendwas kommentiert, wenn der DFB was entscheidet, wenn irgendein Verband was entscheidet, ist gleich irgendwie die Gleichberechtigung in Frage gestellt. Weiß ich nicht. Ja, da reitet man aber in an vielen Stellen im Moment rum in Deutschland, ja, mit Gleichberechtigung und, ne, also. Da kann ich, an vielen Stellen sagen, da steht auch was im Grundgesetz, wo ich sage, da werde ich auch nicht gleich behandelt. Ja, ich werde nicht so behandelt wie die Natascha an gewissen Dingen. Ja, aber im Grundgesetz steht, wir sind alle gleich. Ja, kann ich jetzt auch sagen, warum muss ich mehr Pflegeversicherung zahlen wie Natascha? Ehrlich? Ja, also, ne, das also, ja. Natascha. Ja, Natascha kriegt einen extra Masseur dann im Alter. Nein, aber das sind ja auch, wo du sagst, ja, steht im Grundgesetz, wir sind alle gleich. Ja, aber dieses immer wieder gleich, das ist so ein Totschlagargument. Da kommt ja, die Gleichberechtigungsgeschichte. Ja, aber wie Natascha schon sagt, es wird nicht dahinter geguckt, ja, und ich kann nur mal nicht Geld ausgeben, was ich nicht habe. Ja, klar kann man den DFB kritisieren, dass sie da einen Campus hingestellt haben, der vielleicht ein bisschen überdimensioniert ist. Ich sage jetzt mal, zu einer Zeit, wo sie das geplant haben, war das vielleicht auch okay. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Will ich auch gar nicht beurteilen. Aber dann wird dann darauf rumgeritten und wird gesagt, ja, für die Kerle haben sie ja die Kohle oder für so einen Scheiß haben sie die Kohle, aber für die Mädels haben sie kein Geld. Ja. Warum Was ja, tut aber der DFB das nicht aufstocken von 250.000 Euro auf 400.000, wenn sie einen Weltmeistertitel mit nach Hause bringen? Ja? Was aber auch wieder kurz gedacht ist, keiner weiß doch, also wenn ich mir auch angucke, die ganzen Juniorenmannschaften, Mädels wie Jungs, was die im Campus jetzt alles mitnehmen können in Analyse, in Tests, das wird ja alles am Campus gemacht. Ich sag mal, das war ja in dieser Form vorher gar nicht. Das kommt ja am Ende des Tages der kompletten Jugendarbeit zugute, weil sie sich da sowas jetzt hingestellt haben. Ne? Es kriegen ja ganz viele gar nicht mit, was da noch so alles passiert, auch an Trainerfortbildung und. Ne? Es ist immer so, man sieht nur das Geld. Das Ding ist vor 10 Jahren, sage ich jetzt mal, geplant worden. Und wenn man einigermaßen sich mit Finanzen auskennt, dann weiß man, man plant was. Man hat ein Budget und man weiß eigentlich, du musst pro Jahr mindestens mal 3-5% Kostensteigerung rechnen, bis das Ding angefangen zu bauen und fertig ist. Und dann hast du noch diese netten Überraschungen, die halt auch immer noch passieren, dass natürlich die was abgegeben haben, Kampfpreise abgegeben haben, um an das Business zu kommen. Und wenn sie dann den Zuschlag haben, dann wird links was rausgekramt und rechts was rausgekramt, was jetzt auf einmal doch noch mehr Geld kostet. Und was machst du dann da als Auftraggeber? Du kannst jetzt sagen, nee, du willst das nicht, aber dann geht's ja nicht weiter am Bau. Also du bist ja am Ende des Tages immer der Gekniffene. Guck dir doch mal die Elbphilharmonie in Hamburg an. Die hat ja auch das Dreifache gekostet von dem. Und heute sind sie alle stolz, wie das Ding da steht. Und jeder klopft sich auf die Schulter, weil es einfach auch ein Touristenmagnet ist. Ne? Also es hat immer zwei Seiten, diese Thematik. Ja, kann man eher darüber diskutieren, ist der DFB noch als, ich sag mal, gemeinnütziger Verein richtig
zugeordnet, ne? Also ich meine, das ist vielleicht eher mal die Frage, die man stellen muss an vielen Ecken. Also ist das ein gemeinnütziger Verein? Andreas, Gleichberechtigung, Geldverteilung, wie siehst du das? Ja, mir wird immer viel zu schnell auf das abgehoben. Die wollen ja das Gleiche verdienen, aber die spielen es nicht ein. Nein, die wollen nicht das Gleiche verdienen. Ich habe noch keine Spielerin sagen hören, ich will das Gleiche verdienen wie die Männer in meinem Verein oder in meiner Nationalmannschaft. Aber das ist immer das Erste, wo kommt. Ja, und jetzt auch wieder, die wollen ja gleich behandelt werden. Also, jetzt haben sie einen Scheiß gespielt. Bitte, nicht meine Meinung, sondern ein bisschen übertrieben von mir. Jetzt haben sie einen Scheiß gespielt im Testspiel, dann müssen sie auch die Kritik so hinnehmen, so wie die Männer auch. Sie wollen ja gleich behandelt werden. Das ist das, was mich stört. Und da fehlt einfach dieser tiefere Blick. Wie gesagt, keine Spielerin sagt Equal Pay, ich will das Gleiche verdienen. Die sagen, wir wollen die gleichen Bedingungen haben und wir wollen angemessen bezahlt werden. Und angemessen sind eben in der heutigen Zeit nicht mehr 5.000 Euro, sondern, weiß nicht, was sie jetzt ausgehandelt haben, 250.000 oder ich weiß es wirklich nicht, ich habe die Zahlen nicht so im Kopf, aber ich weiß oder ich habe gelesen, dass der Mannschaftsrat oder das mit dem DFB verhandelt hat und dass die wohl eine Übereinkunft getroffen haben. Also ich hätte jetzt kein böses Blut oder so gelesen. Also dann ist doch das besprochen und dann lass doch jetzt die Mannschaft, die Mädels, die Spielerinnen des Trainerteams, lass doch die jetzt arbeiten und Ja. schert das nicht alles wieder so schnell über diesen einen Kampf. Ah, du wolltest gleich behandeln, du wolltest das. Nein, das. Jeder will da Ja. noch mal irgendwie 500 Euro drauf haben. Also will sich Nee, da das irgendwo nicht. melden und will, was Gutes tun für die Mädels. Nein, er tut ja nichts Gutes. Er macht immer wieder eine neue Diskussion Das und meine ich gibt auch, das natürlich müsste jetzt mal. denjenigen Butter, die immer gegen den Frauenfußball sind. Also wirklich, lasst es. Das sind erwachsene Frauen, die können selber entscheiden, die können mit dem Verband entsprechend handeln. Alex Popp, Lina Magul, die werden da schon ihre Stimme erheben. Und es ist in ihrer Verantwortung. Es ist nicht in Verantwortung der Fans oder irgendwem, der außerhalb ist, sondern diese beiden Parteien, die müssen übereinkommen. Und die Das haben müssen Sie zufrieden sein oder nicht. ja, da habt ihr es jetzt aber auch nicht verstanden. Es gibt keine Verhandlungen mit dem DFB. Es gibt keine Verhandlungen über Prämien mit dem DFB, Richtig. Es weil ist der FIFA. die FIFA dieses Mal gesagt hat, sie zahlt Prämien an die Spielerinnen Ja, direkt. es war mal ursprünglich Na? das ausgehandelt, ne? Ursprünglich war das anders, aber die FIFA hat das Ganze ja jetzt anders gelenkt. Ja? Aber darauf Also wollte von ich hinaus. daher Und auch. ist das aufgehoben und der DFB hat gesagt, damit ist die Grundlage für Verhandlungen von Prämien zwischen DFB und der Mannschaft hinfällig, sage ich jetzt mal. Ja, Klar kann man aber sagen, auch das muss ja. ich doch als Fan, als gegeben hinnehmen. Das ist so entschieden worden. Da haben mehrere mitgemacht und dann ist es doch in Ordnung. Ja, und am Ende des Tages wird das, was die FIFA jetzt auszahlt, auch wahrscheinlich nach der Gruppenphase höher sein als das, was die Mädels vielleicht mit dem DFB ausgehandelt haben. Oder es wird ungefähr auf dem gleichen Level sein, sodass das für sie dann am Ende des Tages auch passt. Ja, also ich glaube, die werden sich nicht schlechter stellen mit dem Ich Thema. glaube, für uns war es nun mal wichtig klarzustellen, dass da jemand verhandelt hat. Das sind wirklich Leute, sagen wir mal, das sind zwei Parteien auf Augenhöhe und dann sollte man das auch akzeptieren und nicht jedes Mal, wenn das Thema irgendwo in der Zeitung steht, schon wieder Posts aufmachen. Ja, das hätten aber 1.000 Euro mehr sein können oder weiß der Teufel was. Ja. Cool. Nein, und das ist ja, den Mädels ist ein Equal Play wichtiger wie ein Equal Pay, ja. Und das ist ja auch, wenn wir jetzt wieder auf die Bundesliga dann gehen, wo denn die Montagsspiele jetzt kommen, wenn wir ein Equal Play haben, brauchen wir über Montagsspiele nicht mehr diskutieren. Also dahingehend, es ist schwierig für arbeitende Spielerinnen und so weiter. Nein, wenn wir das haben, muss keine Spielerin Arbeiten mehr gehen. arbeiten. Ja. Ja.
Also sie kann es tun, wenn sie noch lustig ist, ja. Aber sie muss nicht mehr. Das sollte das Ziel sein. Und das ist, denke ich, auch mit den Vereinen, die wir jetzt in der Liga haben, wird das auch, denke ich, mehr und mehr kommen, ja. Das wird auch besprochen worden sein. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass das mit den Vereinsverantwortlichen besprochen ist. Und wir kriegen die Zahlung der FIFA an die Spielerinnen, das Festgeld plus das, was noch kommt, je nachdem, wie weit die Mannschaft kommt. Plus, dass ja auch noch ein Betrag X direkt an den Verband geht, um auch eben das Thema struktureller Aufbau, Jugendarbeit entsprechend zu unterstützen. Und ich gehe davon aus, dass auch da der Mannschaftsrat vielleicht seinen Einfluss geltend gemacht hat und gesagt hat, okay, wo geht dann dieses Geld, was der DFB als Gesamtsumme von der FIFA kriegt, dafür, dass die Mannschaft bei der WM gespielt hat? In was wird das rein investiert, damit es am Ende des Tages langfristig dem Frauenfußball, der Nationalmannschaft und auch der Bundesliga wieder zugute kommt. Ja, und wir wissen ja Das auch gar nicht, also ich kenne jetzt keine Summe, die der Verband jetzt noch kriegt, also sprich der DFB von der FIFA kriegt, habe ich vielleicht, wenn überlesen, eine Summe, aber wir müssen ja auch gucken, die müssen von A nach B kommen. Das Adidas stellt sein Camp auch nicht für Umme zur Verfügung. Die müssen nach Offenbach fahren, die müssen im Hotel, die müssen in Australien fliegen, in einem Hotel sein und. Das sind ja auch Gelder, Kosten. die Kosten oder Kosten, ja. Aber das wird dann immer so weggewischt irgendwie, ja. Aber das kann ja der reiche DFB, das ist ja Peanuts, ja. Und es kostet ja auch alles nichts, ja. Ja, Also genau. das kann man sich auch mal ausrechnen. Das ist ein Tross von über 30 Leuten, 40 Leuten, der da runterfliegt. Allein die Flüge, was die kosten, selbst wenn die bei der Lufthansa einen Sonderpreis kriegen, Ja. kostet es erstmal, ja. Ist Dann kann auch. man mal gucken, was ein Businessflug kostet im Moment darunter. Ja. Plus die Okay. ganzen Paletten, die nach Australien, ja, ich meine, es sind Ja. ja x Paletten mit ganzen Materialien, mal so eine Luftfracht, die kostet ordentlich, ja, da bist Ja. du bei drei Fliegern in der Größenordnung, bei der Palettenanzahl bist du pro Flieger bei 50.000 Euro und da bist du dreimal unterwegs, ja, das sind hin und zurück 150.000 Euro, das musst du erstmal haben, wenn du so eine Luftfracht hast, das ist ja auch nichts, was. Das muss ja auch speziell gestellt werden. Also diese, so wie das gepackt ist und so wie das in die Luftfracht reingeht, hast du diese Plätze auch speziell reserviert und dann ist das ja noch mal teurer. Gut, lass uns nicht zu sehr ins Detail gehen, dass wir ja noch wissen, wo die Unterhosen hingehören. Nein, aber es sind Kostenblocks und das muss man Ja, wirklich auch mal natürlich, so deutlich mal sagen. sagen. Also es ist Ja, das. ist absolut richtig, dafür sind wir ja auch da. Und ich hoffe, dass das genug auch hören, dass man auch mal andere Blickwinkel einsetzen muss, eine andere Brille aufsetzen als die Fiemann-Brille oder wen auch immer. Es gibt viele Sichtweisen und nicht nur die eine von Fan X, Y oder Z oder so, ja. Wie gesagt, der DFB, so dumme Leute laufen da nicht rum. Und auch die Spielerinnen, das sind intelligente Mädels, hochstudiert teilweise, die wissen genau, wie sie zu verhandeln haben und die besprechen sich untereinander und so weiter. Gut, wir sind sehr weit fortgeschritten. Jetzt vielleicht nochmal vielleicht ein Schlusswort, wie ihr das kommende Spiel vielleicht seht, Sambia. Habt ihr da mal eine Idee, was da zu erwarten ist? Nee, Aufstellungsmäßig? ganz ehrlich, kann ich im Moment überhaupt nicht einordnen, sage ich ganz ehrlich. Also ich glaube, sie wird mit der Mannschaft beginnen, wo sie wahrscheinlich auch in Australien spielen will in erster Linie und wird wahrscheinlich dann nochmal zweite Halbzeit durchtauschen, um die Spielerinnen zu sehen, die sie vielleicht noch auf der Kippe hat. Also ich glaube, sie wird erstmal mit ihren ersten 11 starten, um einfach zu gucken, wie funktionieren die Basics jetzt und hat sich das, was sie da trainiert haben, verinnerlicht und dann wird sie vermutlich durchwechseln. Ja, Charlotte, wie wäre es mit dir? Ja, sehe ich ähnlich wie Natascha und ich kann halt Sambia überhaupt nicht einschätzen. Also ich habe da nie ein Spiel gesehen. Vorteil ist sicherlich, die spielen jetzt am Freitag gegen die Schweiz oder Schweiz gegen Sambia und ich denke mal, da wird man sich auch Material ein bisschen hin und her schieben. Oder vielleicht fährt auch einer kurz nach, keine Ahnung, wo sie in der Schweiz spielen.
dahin und guckt sich Spiele an, wie auch immer. Also denke ich, damit haben sie auch ein Material, wie die gegen eine europäische Mannschaft spielen und da auch nochmal einen Eindruck haben. Und dementsprechend haben sie dann noch eine Woche Zeit oder sowas, dann auch entsprechend das, sich darauf einzustellen. Adriana, bei dir, deine Meinung dazu jetzt noch? Ich freue mich auch, dass der ganze Kader dann hoffentlich zur Verfügung steht und glaube auch, dass, wenn möglich, dann die voraussichtliche Startaufstellung für die WM da auch auflaufen wird, weil ich glaube, da die brauchen einfach dann auch ein bisschen Spielpraxis jetzt nochmal zusammen auf dem Platz und ja, wie ihr schon gesagt habt, zweite Halbzeit dann vielleicht dann doch nochmal ein bisschen durchprobieren, die Wackelkandidatinnen dann vielleicht nochmal die letzte Chance bekommen und ja, glaube, wird dann interessant, wie dann das taktisch auch angegangen wird, gerade im Vergleich zu Vietnam. Ja, Andrea? Ja, ich denke, wir werden Gegner mit einer anderen Spielanlage sehen, nicht diese kleinen, schnellen, wuseligen Spielerinnen, sondern eher körperlich, körperbetontes Spiel, aber auch eine Mannschaft, die uns im Grunde genommen vom Level her unterlegen ist, sprich, wir werden wieder Spiel machen müssen, der Gegner wird tief stehen oder wir werden viel Spielanteile haben und Lösungen finden müssen. Und von der Aufstellung, denke ich, werden wir einen Wolfsburger Block sehen mit 7 Spielerinnen wenigstens aus Wolfsburg und dann dazu wird es ja Aufschluss geben, wie die Bundestrainerin sich so die restlichen 4 Positionen in der Mannschaft vorstellt. Und in der zweiten Halbzeit, denke ich auch, werden wir noch die ein oder andere Spielerin sehen, wo sie vielleicht sagt, bin ich mir noch nicht sicher, die möchte ich noch mal ein paar Minuten sehen. Also von daher wird es Aufschlüsse geben und ist einfach spannend oder interessant zu sehen, wie weit die Mannschaft dann eben eine Woche später ist in ihrer Entwicklung. Okay. Das war's für heute. Vielen herzlichen Dank. Danke für die Teilnahme. Adriana, dass du noch dabei warst, klasse. Aber auch die anderen beiden, super. Und Natascha, dass du dein Internet wieder hingekriegt hast, dein Zoom. Ne? Andreas, Dankeschön, Charlotte. Also, dann wünsche ich allen einen schönen Abend. Ciao, ciao. Gleichfalls. Ciao, ciao.